Unmittelbar nach der letzten Honigernte im Juli werden einem vitalen Wirtschaftsvolk sämtliche Waben entnommen. Erheben Sie den natürlichen Milbenfall während 7 Tagen. Dieser soll mittel bis tief liegen. Es dürfen maximal 7 Varroa pro Tag herunterfallen. Mit dieser Methode können Sie Wirtschaftsvölker in einem Schritt auf Neubau setzen. Eine gute Pollenversorgung dieser Völker ist sehr wichtig. Nicht jeder Standort eignet sich dazu. Sind noch neuwertige Waben mit viel Pollen und etwas Futter im Volk, können diese einige Wochen später demselben Volk als Randwaben zugegeben werden. Die entnommenen Honigwaben werden geschleudert. Suchen Sie als erstes die Königin und geben Sie diese in einen mit Futterteig verschlossenen Zusetzer. Diese Methode ersetzt die erste Sommerbehandlung, die zweite im September ist normal auszuführen. Der besetzte Bienenkasten wird durch einen gereinigten und mit Mittelwänden ausgestatteten ersetzt. Fixieren Sie den Zusetzer mit der Königin zwischen die Mittelwände. Sie können auch eine neue Königin einweiseln. Diese soll vor dem Zusetzen seit mindestens 3 Wochen in Eilage sein. So kann sie genügend Pheromone ausscheiden und wird vom Bienenvolk besser aufgenommen. Engen Sie das Flugloch ein. Mit den Brutwaben von einem oder mehreren Völkern wird eine Brutscheune erstellt, die idealerweise an einen mindestens 3 Kilometer entfernten Standort aufgestellt wird. Belassen Sie pro Wabe eine handtellergroße Fläche Bienen, damit diese Brut pflegen können. Mit den geschlüpften Bienen werden Kunstschwärme gebildet, die Waben werden eingeschmolzen. Das neue Volk wird abends am Erstellungstag nur wenig gefüttert, damit die Bienen das Futter über Nacht aufnehmen und verarbeiten können. Ab dem 2. Tag soll abends während einer Woche täglich 1,5 Liter Zuckerwasser 1:1 gefüttert werden. Kontrollieren Sie das neue Volk nach einer Woche auf Weißrichtigkeit und behandeln Sie dies mit Oxalsäure. Die Königin soll nach Möglichkeit nicht besprüht werden. Ein schönes Volk nach 3 Wochen. Auf 4 bis 6 Waben sollte viel verdeckelte Brut vorhanden sein. Ein schönes Brutnest, umgeben von Pollen und Futter. Achten Sie weiterhin auf eine gute Futterversorgung und füttern Sie, wenn nötig, mit Zuckerwasser 3:2 oder Futtersirup. Pollen von vielen verschiedenen Blüten sind die beste Nahrung für die Larven. Jetzt können Sie auch die neuwertigen Pollenfutterwaben, die Sie entnommen haben, als Randwaben wieder hinzufügen.